So, dann sag ich mal Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Ich bin der Tuvarok und ja, Freunde, ich musste den Speicherstand nochmal neu starten. Ich musste nochmal neu laden sozusagen, weil die beiden Wächter, die waren nicht da. Ich konnte mit keinem von denen reden, da war nämlich keiner hier. Ich habe nämlich gedacht, vielleicht, oh gut, vielleicht ist es spät gewesen, dass da keiner mehr war. Dann habe ich mich nämlich schlafen gelegt und bin dann nochmal wieder hergerannt und das war aber umsonst. Ich musste nochmal den Speicherstand nochmal neu starten. Und dann ging das auch. Dann hat er mir plötzlich das ganze Grünz gegeben, was ich haben musste. Und zwar gewöhnliche Beckenhaube. Die werden wir mal ausrüsten. Zack, gepolsterte Dings werden wir auch mal benutzen. Was haben wir denn noch hier? Leichte gepolsterte Rüstung. Das haben wir auch noch nehmen. Und das war's. Das ist das, was wir anhatten. Das grüne Hemd nicht, ne? Das ist so das, unsere Standardausrüstung. Mehr haben wir nicht. Rüstung, Waffen, wir haben Knüppel. Knüppel können wir mal rausrüsten, so. Das ist das, was wir haben sollen. Der Rest ist, unsere Rüstung ist auch ziemlich im Eimer, ne? Wo ich kaputze. Das taucht nämlich wie im Eimer nichts mehr. Wenn ich das ausziehe? Ach gut, sieht ein bisschen doof aus, ne? Oder? Mehr haben wir nicht, ne? Mehr hat er uns nie gegeben. Okay. Muss ich den Helm abnehmen? Achso, jetzt kann ich sehen. Okay, alles klar. Na gut, das sollten wir anziehen. Das haben wir an. Jetzt sollten wir fix mal auf den Weg machen. Zu unserem. Wie gesagt, ich musste nochmal neu laden. Und das war echt ein bisschen doof. So, warte mal kurz. Ich glaube. Warte mal. Meine Maus. So, jetzt haut hin. Jetzt sieht es besser aus. Genau. So. Und wir sollen jetzt. Unsere Ausrüstung haben wir. Jetzt wollen wir nämlich hier hin. Und zwar zwischen 11 und 9 Uhr. 19 Uhr. Unsere Runde drehen. Da werden wir mal hin marschieren. Und wir haben auch noch so viele Quests nebenbei. Sehe ich gerade? Da war noch irgendwo eine. Da war nicht. Hier war eine Quest. Hinweisgeber, eine Quest. Lass mal die Schenke rein. Wenn wir schon auf dem Weg sind. Ich glaube, das ist noch viel zu früh, ne? Was ist die Uhr? Uhr ist. Ach, schon zu spät, ne? Nein, halt, stopp, nein. Wir müssen erstmal runter da mit dem guten Mann reden. Mein Gott. Schnell, schnell, schnell. Lauf, mein Freund, lauf. Wir sollen doch mit dem guten Mann reden. Vitalität. Neue Stufe erreicht. Super. Ey, das läuft auch. Aber wie gesagt, ich habe da rumgesucht wie ein Großer. Da war ja kein Mensch stand da rum. Ich dachte mir auch, Mensch, das ist ja merkwürdig. Das ist ja komisch. Und deswegen habe ich mich dann schlafen gelegt. Und in der Nacht ist hier echt tote Hose. Die pennen alle, ne? Sehr ruhig. So, pass mal auf. Ist das unser Mann? Ist das unser Mann? Hey. Ne, hier ist ein Wächter. So, pass mal auf. Wir sollen ihn finden. Ja, der muss irgendwo hier sein. Hast du den? Da ist er doch. Ist er das hier? Der hier rumsitzt? Nachtigall. Der Nachtigall. Hallo, Nachtigall. Hier bin ich. Ich heiße Heinrich. Wir sollen heute zusammen unsere Runden drehen. Kein guter Zeitpunkt, Junge. Du findest mich morgen Nachmittag bei der Kirche. Der unteren. Was? Zwischen 11 und 19 Uhr. Drehen wir nach wieder zwischen 11 und 19 Uhr deine Runden. Ach, zwischen 11 und 19 Uhr. Das war zwischen 11 und 19 Uhr. War das nicht richtig? Da zwischen 11 und 19 Uhr. Ach so, über Tag. Na, wundervoll. Na gut. Zwischen 11 und 19 Uhr. Gut, wir haben Zeit. Also, was die Uhr jetzt? Die ist jetzt zwischen 11 und 19 Uhr. 11 Uhr morgens, also da erst. Oh Gott. Ja gut, dann, weißt du was, lass uns mal zurückfahren, zurücklaufen. Wir machen mal Schnellreise. Wir brauchen ja nicht hier laufen. Den ganzen Weg zurück. Dann können wir auch mal schnell zur Schenke hoch, wenn wir schon da sind. Lass mal zur Schenke kurz hoch. Ja, mal schon fix laufen. Ja, mein Gott, wir sind ja gerade in der Gegend hier, weißt du, dann können wir da mal fix hochlaufen und mal hören, was der für eine Quest für uns hat. Die Quest. So. Warte mal, wo war die Quest? Irgendwo da vorne. Da ist der Bäcker. Hier ist die Schenke. Ich glaube, hier müssen wir rein. Hallo! Händlertaverne. Ach, eine Händlertaverne. Das drehst du durch. Händlertaverne gibt es auch. So, wir sollen mit jemandem reden.
Ach hier, der Wirt. Hallo Wirt. Wenn nichts wird, Wirt. Wie kann ich helfen? Wegen Ratei. Braucht hier jemand etwas Hilfe? Weißt du, ob hier jemand meine Hilfe gebrauchen könnte? Ja, da könnte es was für dich geben. Berthold, unser Wildhüter, hat kürzlich bei irgendwas Hilfe gebraucht. Frag ihn, ob er immer noch eine helfende Hand gebrauchen kann. Berthold. Weißt du, ob hier jemand meine Hilfe gebrauchen könnte? Oh. Mir fällt niemand ein. Okay. Sehr gut. Dann wissen wir das auch, Berthold. Wo ist denn Berthold? Oh Gott. Zum Urschützer Schreiber. Was ist hier? Das ist auch eine Nebenquest, ne? Das muss auch eine Nebenquest sein. Muss man auf Questen da. Nein, Questen. Da, Questlog. Da muss ich gucken. Mächtiger als ein Schwert. Das ist doch dieses Schreiberling-Ding. Geht zum Urschützer Schreiber. Ach so. Zu dem soll ich hin. Alles klar. Ehrbarer Dieb. Bring den Rück zum Müller. Hast du nicht gesehen. Alles klar. Was ist denn A? Was ist denn A? Was ist A? B. Was ist denn A? Ach, den Apotheker. Stimmt, da war der doch. 50 Groschen. Das war der Apotheker. Wie viel Kohle haben wir eigentlich? Ich glaube, so viel haben wir nicht, ne? Kohle, Mücken, 24,2. Okay. Dann werden wir mal... Wo ist denn der? Oh Gott, der ist ja ganz am... Oh, wo ist der denn ganz hin? Da kann ich das Schreiben lernen. Liegt der Wahnsinn. Das ist ja irre weit weg. Ist ja sozusagen um die Ecke. Da könnten wir schnell reisen hin. Okay. Was haben wir hier noch? Da am Berg. Da sollen wir den Ring hinbringen. Okay. Weißt du, warte, wir machen aber erstmal hier die Hauptquest weiter, bevor wir hier großartig rumrennen. Lass uns mal eine Runde dahin laufen. Zur Mühle. Schnell reisen. Dann können wir uns nämlich schlafen legen. Ja, wir machen mal eine Schnellreise hin. Genau. Es wird spät und nachts und. Ach, nee. Wie gesagt, wir hauen uns mal aufs Ohr. Und dann können wir dann da morgens mit dem Knecht an meine Wache gehen. Weil ich bin mir sicher, dass wir auch die Nebenquest da Schritt für Schritt auch abarbeiten, wenn wir die mitnehmen. Ah, das ist der Bäckermann. Hallo. Schön, dich zu sehen. Ja, erzähl mir von der Anbindung. Taschendieb. Würdest du mir das lernen? Würdest du mir etwas übers, Müllers Handwerk beibringen? Also wie ich Dinge aus fremden Börsen in meine eigene befördere? Ja, warum nicht? Du bist findig. Das wirst du schon hinbekommen. Komm mit mir hinter die Mühle, dort sieht man uns nicht. Aha, hinter die Mühle. Hallo, Theresa. Ich hab Fragen über Scarlett. Wollen wir spazieren gehen? Ich kann doch jetzt nicht. Hast du einen Augenblick? Ich habe ein paar Fragen über Scarlett. Ich kann mich kaum erinnern. Na gut, was willst du wissen? Was will ich denn wissen? Was ist mit den Banditen? Was ist mit den Banditen? Herr Robert und seine Männer verjagten sie. Sie töteten ein paar. Aber der Hühne, der dich fast umgebracht hätte, floh. Und Bishek auch. In Scarlett wird es lange nicht sicher sein. Na, das ist natürlich... Wie hast du mich hierher gebracht? Wie hast du mich von Scarlett hergebracht? Herr Robert und seine Männer luden dich auf einen Karren. Und wir spannten eine alte Mähre davor, die Halunken zurückgelassen hatten. Die Männer eskortierten uns bis hierher. Gott segne sie. Ach so. Wie konnte Bishek nur so etwas tun? Warum nur hat Bishek das getan? Ich hatte nie viel für ihn übrig, aber das... Er war schon immer ein Dreckskerl. Kein Wunder, dass er sich denen anschloss. Wenn du wüsstest, was er mir angetan hat. Sag es mir. Als die Kumanen, wie man sie nennt, als sie kamen, stieß Bishek mich nach draußen und floh. Er opferte mich, um seine eigene Haut zu retten. So ein Dreckschwein ist das. Alter, Freund, wenn ich den Finger kriege, Alter, dann passiert was. Was passierte mit Herrn Ratzings Schwert? Wo ist das Schwert? Du hattest ein Schwert? Das ist wohl weg.
Dieses Gesindel nahm alles, auch dein Pferd. Das Pferd kümmert mich ein Dreck. Es war sowieso gestohlen. Aber ich versprach Vater, das Schwert zu Herrn Ratzig zu bringen. Ich muss es zurückholen. Das kannst du nicht. Sei einfach dankbar, dass du noch lebst. Wie bist du diesen Kumanen entkommen, genau? Wie bist du diesen Kumanen entkommen? Du irrst dich. Wärst du nicht gewesen. Sie kamen zur Mühle und schlachteten alle ab. Und hoben mich als Letzte auf. Nachdem du sie abgelenkt hattest, floh ich zu meinem Bruder in die Minen. Er war schon tot. Aber dir schulde ich mein Leben. Und ich schulde dir meines. Also sind wir quitt. Wir sind quitt. Okay, das ist auch nicht schlecht. Was passierte mit den anderen Skarlitzern? Was ist mit den anderen Überlebenden aus Skarlitz? Sie flohen nach Ratai. Und nicht alle Rataier sind sonderlich erfreut darüber. Und Matthäus, Fritz und Matthias? Johanka? Sind sie am Leben? Sie leben. Matthias soll beim Gestüt in Merhojet sein. Johanka ist in Sasau. Und Fritz und Matthäus. Nun, du kennst sie ja. Sie stromern irgendwo umher und treiben bestimmt Unfug. Alter, Gott sei Dank, die haben es überlebt. Wir sind ein paar Leute, die wir kennen. Was passierte mit Herrn Ratzig? Was ist mit Herrn Ratzig? Herr Hanusch, der Herr von Ratai, gab ihm seine untere Burg. Sie heißt Pirkstein. Er selbst lebt in der oberen Burg. Die Skarlitzer haben dort ihr Lager aufgeschlagen. Gut, das wissen wir jetzt schon, das ist klar. Genug über Skarlitz. Ich will dich nicht weiter belästigen. Genug der Fragen. Spazieren nicht? Nee. Ich muss erstmal mit dem... Wo ist der gute Mann hier? Wir sollten uns treffen hinter der... Alter. Ich bleibe hier stehen und tu so, als wüsste ich nicht, dass du da bist. Schleich dich an, ohne dass ich dich sehe. Und nimm etwas aus meiner Börse. Du musst die Börse richtig durchsuchen. Je länger du es unentdeckt schaffst, desto eher findest du etwas Wertvolles. Allerdings wirst du dann auch eher entdeckt. Hast du etwas gefunden, was du willst? Zieh es vorsichtig raus. Aber schnell genug, damit ich es nicht merke. Klau mir meinen Dolch. Er ist da drin, vermischt mit anderen Dingen. Gottes Willen, Taschendiebstahl. Ich dreh durch. Meine Güte, Igel, um die Taschendieb aus einzuleiten. Der erste Schritt ist es, herumzuwühlen in der Tasche, indem du E gedrückt hältst. Dies ist nicht leicht, insbesondere wenn die Zielperson sich bewegt. Je länger du herumwühlst kannst, desto länger kannst du auch für aussuchen, was du willst. Oha. Um dann zu stehlen, musst du die Mindestdauer für das Herumwühlen überschreiten. Wenn du das, was du daran erkennst, dass sich der Hintergrund der Rose von rot zu grün ändert. Wie viel Zeit dir für die zweite Phase des Taschendiebstahls bleibt, erkennst du da anhand der Zahlen in der Mitte der Anzeige. Ach, halt, behalte die Farbe der Anzeige gut im Auge. Ist sie hellgrün, wird dich beim, wird dich dein Opfer nicht erwischen. Wird sie jedoch dunkler und rot, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du verfrüht hast. Also super. Na klasse. Okay. Und dann weiter? Oh Gott. Da können wir weggehen. Ort, an dem du stiehlst. Der Ort, an dem du stiehlst. Okay. Bist du ein erfahrener, hast du die Spezialisierung Gegenstandsexperte vollständig erlernt, kannst du die Eigenschaften der Gegenstände im Inventar deines Offices einsehen. Oh Gott, Gott, Gott. Na, dann bin ich mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wie das klappt. So. Wir sollen uns ranschleichen. Okay, dann wollen wir mal hier in die... nein, warte mal, wie war es noch? In die Hocke? Bobs, nein, hier. Nein, ich will doch jetzt nicht pfeifen. Bist du wahnsinnig? Das ist pfeifen. Also, sieh. Okay. Stehlen. Okay, stehlen. Ach so. Ach, das war erfolgreich. Ein bisschen im Auge malen, okay. Warte. A.
Okay, bringt uns nichts. Nochmal. Hab dich! Wäre alles das klar. Echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. Oh Mann. Erfolg. Okay, das will ich jetzt nicht. Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Alles klar. Nochmal. Nochmal. Okay, nochmal. Wir kriegen das schon hin. Wir klappen das schon. Dann auf 2, 3, 4, 5. Hab dich! Siehst du? Wir wäre nicht das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Wir sind nicht schnell genug. Nochmal. Nochmal, okay. Wir machen es nochmal. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir hier... Zurück. Alter Freund. So ist es gut. Hab kaum gemerkt, dass du da bist. Du bist bereit, es draußen zu probieren. Über am besten an Betrunkenen oder Schlafenden, damit du nicht sofort im Gefängnis landest. Danke, Peschek. Wir können in die Tasche wühlen. Und jetzt gib mir meinen Dolch zurück. Super. Dann haben wir das auch. Dann können wir das sowas auch. Super, klasse. Perfekto. So. Wir sind bestimmt nicht brechend müde. Na, warte mal, was ist du überhaupt? Wir sind müde. Ich würde mal sagen, wir legen uns mal... Nein, warte mal. Wir legen uns mal eine Stunde hin, weil zwischen 11 und... Warte mal, Inventar, wie sieht's aus mit uns? Energie 72%, alles klar. Das ist alles nicht so gut, nicht so schlimm. Das Hemd ist auch für den Eimer. Also unser Kram ist echt für den Moors, den wir haben. So. Wir können ja mal eine Runde, was heißt, wir reden noch mal eine Runde mit der guten Lady hier. Wo ist sie jetzt? Da ist sie doch. Hallo. So. Was hältst du von unterhalten? Reden. Ich wüsste gerne. Was denn? Wie kommen die Scarletzer zurecht? Sie leben. Das ist das Wichtigste. Haben Unterschlupf, kommen aber gerade über die Runden. Die Rataya sind nicht erfreut, dass die Stadt voller Bettler ist, die sie wohl nicht so schnell loswerden. Nee. Was will ich machen? Weißt du irgendetwas über diese kumanischen Schände? Du weißt schon. Offenbar kamen sie von Gott weiß woher nach Ungarn. Die Leute erzählen Schreckensgeschichten. Hoffentlich sehe ich sie nie wieder. Okay. Das wäre alles. Ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben einen riesen Fehler gemacht, glaube ich. Von 3 Uhr bis 7 Uhr, pass mal auf. Wir müssen in die Stadt zurück. Warte mal, wir stehen wieder auf hier. Wupp. So. Hat er jetzt zu uns gesagt, morgen früh? Wir müssen noch nicht morgen warten. Wache laufen. Wir müssen doch nur nachts Wache laufen, ne? Oder nicht? Drehe mit der Nacht hier zwischen 11 und 19 Uhr deine Runden. Okay. Was ist denn morgens? Alles klar. Was denn? Lass uns mal eine Runde hinlegen. Ich bin auch ein bisschen müde. So eine ganz kleine Idee. So. Unsere nette Kiste. Unser nettes Bett. So. Ganz. Das ist richtig saugemütlich, das Teil. So, lehnen wir schon mal hin und wir sagen mal, wir pennen mal so ein bisschen wie, wie man sagen, 7 Uhr, sowas, nicht mal 7 Uhr, ne? 10 Stunden gepennt. Naja, gut, echt, wir können richtig lange pennen, mein Gott. Beginnen wir das mal. So. Ach ja. Ist ja auch schon spät. So. Die letzte Stunde. Sagt halt 79%, alles noch bester Kram. Energie 52, warum haben wir so schlechte Energie? Ist unsere Energie so weit runter? Wieso ist unsere Energie. Haben wir jetzt gewartet oder haben wir gepennt? Wir haben gewartet, ne? Schlafen. Ich mich hinlege?
Haben wir gesessen? Echt jetzt? Eine Stunde. Nee, die Energie geht noch weiter runter, ne? So. Jetzt ist die Energie hochgegangen. Haben wir gesessen die ganze Zeit wie Ochsen? Alter, nein, das kann aber nicht wahr sein. Na gut. Haben wir ein bisschen rumgesessen. Warte mal, wir waschen uns mal kurz. Vielleicht werden wir dann frischer. So. Jetzt können wir dann mal schnell Reisen machen. Und zwar... Das nach dem, der rennt hier auch wirklich hin und her, ne? Aber wir machen hier Schnellreise. So. Energie 56 ist sie jetzt. Alles klaro. So. Dann machen wir mal uns auf die Socken und mit der guten Nachtigall reden. Machen wir eigentlich mal so jetzt, so ziemlich. So, Nachtigall. Wir kommen. Alter Schwede, Mann, wie ärgerlich. Alle liegen sie da und sitzen da und ach, Mensch, wie Panne. Mist, ich laufe direkt durch die Pfütze. Nein. Kunisch. Was hörst du nur? Hey, Kunisch, alte Socke. Du hast also überlebt. Richtig beobachtet. Alter. Du hast noch Schulden bei mir. Du hast noch Schulden bei mir. Habe ich nicht vergessen. Dir schulde ich gar nichts, sondern deinem Alten. Und der ist tot. Alter Freund. Also verpiss dich. Was machen wir denn da? Willst du wieder Schläge? Willst du wirklich, dass ich zornig werde? Ich könnte dich hier und jetzt töten. Nee, warte mal. Jetzt können wir ja nicht sehen, was er kann, was er nicht kann. Sei vernünftig. Du kannst dich nicht ewig rauswinden. Und ob. Misserfolg. Du kannst mir nicht ewig auf die Pelle rücken. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen härter mit ihm reden, sonst hat das hier keinen Sinn. Willst du wirklich, dass ich zornig werde? Hältst du das für klug? Tue ich nicht. Na schön. Ich habe Schulden bei dir. Und was soll ich machen? Glaubst du, du kriegst aus mir was raus? Schau dir an, was ich habe. Aber vielleicht... Vielleicht kann ich dir sagen, wo du ein paar Münzen herkriegst. Wenn du dann die Schulden vergisst. Ich höre. Na gut. Spuck schon aus. Nix da. Zuerst musst du schwören, dass du dann nichts mehr von mir willst. Alter, boah, das kann doch wohl nicht wahr sein. Okay. Schön. Raus damit. Als wir aus Scarlets geflüchtet sind, habe ich was aufgeschnappt. Kein Schimmer, wer es gesagt hat. Wunder, dass ich überhaupt was gehört habe. Jedenfalls hatte einer unter einem Taubenschlag Münzen versteckt. Unter einem Taubenschlag? Das ist alles? Mehr weiß ich nicht. Wie viele Taubenschläge kann es in Scarlets schon geben? Wenn du die Eier hast, zurückzukehren, findest du ihn bestimmt. Wir werden sehen. Taubenschlag, na wundervoll. Naja gut, ich meine, besser als nichts, ne? So, wir müssen mit dem guten Mann, weil ich weiß gar nicht, was die Uhr jetzt ist. Da irgendwo da unten. Gehen wir da mal runter. Der muss ja irgendwo gleich sein. Ich glaube, der sitzt da bestimmt immer noch. Nee, ist nicht mehr da. Wo ist denn der jetzt? Was ist die Uhr denn überhaupt? Die Uhr ist jetzt auch 10. 9. Nee, warte, nix. Aber hier ist auch keiner. Du hast entdeckt ein Nest. Wo habe ich denn ein Nest entdeckt? Wo ist denn... Wo ist denn hier? Da ist ein Nest. Nest untersuchen. Goldenes Ohr. Was? Nehmen. Ich habe ein goldenes Ei gefunden. Sag mir sowas nicht. Ist das ein... 999. Alter, fast... Weil, das ist ja... Ich habe ein goldenes Ei. Was mache ich denn damit? Kann ich das verkaufen? Cool, ich habe ein goldenes Ei. Ich drehe durch. So, Freunde, wisst ihr was? Wir warten sicherlich mal auf den guten
auf die gute Nachtigall, damit wir hier mal eine Runde drehen können, damit wir mit dem reden können. Ich sage mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier mit der Nachtigall eine Runde reisen werden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bis denn, ich sag mal, ciao, ciao, Freunde.